Endlich ist es erschienen, meine Lieben. Cyberpunk 2077. Ich habe es mir zu Weihnachten einfach mal gegönnt. Die Collector's Edition. Und wir packen jetzt die gemeinsam mal aus. Das ist echt ein riesen Karton, hätte ich nicht gedacht. Einfach mal hier raus aus dem guten Karton. Wenn das klappt einhändig. Ja, hier ist noch so eine komische Schutzding rum. Wir wenden einmal ganz kurz, damit man schon mal sehen kann, was überhaupt drin ist. Also das soll alles drin sein. Und ja, schauen wir mal. Ich packe einfach mal weiter aus. Ja, hier oben ist nochmal ein cooler Griff. Ich denke mal, man muss das dann hier so hochziehen. Das machen wir jetzt erstmal. Ich lege das trotzdem nochmal hin, vorsichtshalber. Schauen wir mal. So, abgezogen haben wir das gute Stück. Ah, hier müssen wir es mal aufmachen. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Okay. So, hier sieht man jetzt leider nicht. Ich kann es einmal ganz kurz hochstellen. Hier ist so ein Griff, da soll man anscheinend dran ziehen. Ich lege das mal hin. Ich will das nicht vorsichtig rausziehen. Mal gucken. Cyberpunk, Alter, ich voll Bock drauf, das Spiel. Voll gehypt. Übelst Bock drauf. Das packen wir mal ganz kurz an die Seite. Nehmen wir jetzt mal. Ich glaube, hier ist die Statue drin, die Figur. Ich denke mal, die gönnen wir uns zum Schluss. So, das war dieser kleine Koffer, der mit dem Griff. Und den sollen wir jetzt irgendwie, ah, okay, irgendwie hier so aufklappen. Ah, oh, wie geil ist das denn, Alter? Hier sind tausende Unterschriften drauf. Von Invicta Studio und den Publisher und so. Kriege ich denn das raus? Okay, hier. Da muss ich mal ganz kurz den Kleber abmachen. Ganz vorsichtig. Okay. Hier ist es. Ah, hier ist es. Hier ist es leider dran getackert. Kann ich nicht abmachen. Aber ich hoffe, man erkennt das ein bisschen. Hier sind tausend Unterschriften drauf. Ey, ist ja richtig geil. MJ, Alter, da fällt mir gleich mal einer ein. Das machen. Alter, fett, geil. So, hier aufgemacht. Nehmen wir das vorsichtig raus, das Spiel. Das packen wir mal rein. Geil. Das packen wir wahrscheinlich auch erstmal später aus. Auch erstmal an die Seite. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der oberen kleinen Box an. Man sieht hier irgendwie so ein komisches Symbol. Ich glaube, das sind, wenn ich mich nicht irre, genau, das sind die sogenannten Sticker. Gucken wir mal ganz kurz rein. Boah, ganz schön viele, Alter. Irgendwelche coolen Aufkleber. Hier ein Kondom wahrscheinlich, wie geil. Richtig viele Sticker. Nett, nett, nett. Das packen wir jetzt auch erstmal an die Seite. Gucken wir mal jetzt hier. Das müsste, wenn mich nicht täuscht, diese Aufnäher sein. Jawohl, das sind diese sogenannten Aufnäher. Es scheint auch mehrere zu sein. Also auch so ein Set, kann man sagen. Ah, drei Stück. Night City. Samurai. Nett. Packen wir auch erstmal an die Seite. Kommen wir nun zur
Das ist bestimmt diese Anstecker, das Ansteckerset. Oh. Oh, zwei. Jawohl, Anstecker. Einmal Night City Heat. Der hier. Jawohl, beides Anstecker. Richtig geil. So, und das hier müsste ja dann nach dem Symbol zu urteilen natürlich dann der Schlüsselanhänger sein. Oh, ist ja schwer, alter Finne. Ja, der ist ja richtig schwer. Das Auto kennt man schon durch. Oh, es fährt ja sogar. Das ist ja hier locker, geil. Das kennt man natürlich aus vielen Trailer und so, Gameplay-Materialien von ein paar Sachen, die man schon gesehen hat im Internet. Auch geil, aber richtig schwer, richtig geil. Ja, kommen wir jetzt zum großen Artbook. Also sowas hab ich noch nie gehabt. Schauen wir mal rein, ein bisschen. Ich leg das, glaube ich, eher mal hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Oh, hier ganz geile Bilder, Charaktere. Und sogar auf Deutsch, wie ich gerade sehe. Ist auf jeden Fall wert, Alter. Da kannst du ein bisschen lesen über die City und so. Also Hintergrundgeschichte so ein bisschen. Richtig geil. Das ist schon geil. So, dann gucken wir mal weiter, was noch drin ist. Ja, hier jetzt die Steelbook. Geht denn da jetzt auf? Zwei. Okay. Man denkt am Anfang, man könnte hier rausziehen. Das haben wir ganz geil gemacht, wenn man das so hinstellt, irgendwie ins Regal oder so. Dabei geht es hier auf. Auch fett. Bisschen rau und glatt an manchen Stellen. Ganz komisch, richtig cool. Sieht man, glaube ich, nicht leider, ne, so gut. Aber geil, fett. Kommen wir jetzt hier zum letzten Teil, was hier drin ist. Ich glaube, das müsste einmal die Karte sein, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Oder die Postkarten. Auf jeden Fall ist das ein Beweismittel von der NCPD. Datum 13.03.2077, Uhrzeit 7 Uhr. Schauen wir mal. Also hier haben wir erstmal dritte Auflage. Reiseführer durch Night City. Achso, das ist also auch nochmal so ein. Okay, das ist die Map anscheinend. Also du hast. Ich dachte, das wäre so wie so ein Poster. So, kommen wir jetzt endlich zum Spiel. Mal gucken, was hier auch drin ist, weil hier ist ja so ein bisschen Karton rum. Schmeißen wir mal die Folie erstmal an die Seite. Dann schauen wir mal, was hier noch drin ist. Weg damit. So, auf jeden Fall schicken wir das hier raus. Und hier sind die. Das müssten jetzt die Postkarten sein. Genau, das sind die Postkarten. Da haben wir auch mehrere von. Da ziehen wir mal hier das Bändchen. Geht nicht. Ziehen wir mal so vorsichtig raus. Ganz schön groß für eine Postkarte. Also ich finde die ganz schön breit. Normalerweise sind die ja kleiner, aber auch nicht schlecht. Ne? Wenn man so zu Weihnachten einen Kumpel hat, der auch gerne zockt, kann man einfach mal ein paar Weihnachtsgrüße schreiben. Nett. Also drei Stück. Packen wir mal an die Seite. Es gibt also doch ein Poster. Ich habe es gerade schon mal aufgefaltet, weil ich nicht wusste, wie groß das ist. Aber es passt hier drauf. Das ist also das Poster mit der Stadt. Die Karte sozusagen. Und ja, hier werden wir uns natürlich ein bisschen austoben. Hab übelst Bock drauf. Watson gibt's, Stadtzentrum, Westbrook,
Santo Domingo und Pacifica. Und ein großes Stadion sehe ich da auch. Also scheint abwechslungsreich zu sein mit verschiedenen Sachen. Schauen wir mal, was das Spiel so bringt. Ich habe ja übelsten Hype, übelst voll Bock drauf. Zu dem hier, was ist das? Achso, das ist so die normale Spielanleitung. Okay. Ja, das Spiel, ne? Zwei Blu-rays. Tatsache. Deswegen passt es dann. Muss ja passen, ne? Top Steelbook. Geil. Ich drehe das nochmal ganz kurz. Das finde ich nämlich auch richtig sagenhaft geil. Styropor hier. Kann man das erkennen? Styropor hier. Cyberpunk 2077. Ey, was für eine Kleinigkeiten doch ausmachen, was einfach so geil ist. Weiß nicht, ich finde es geil. So, machen wir mal auf. Ich hoffe, ich habe die richtig rum. Oh, ich schneide erstmal mit dem Messer. Ist ja nichts passieren. Ganz vorsichtig schneiden wir hier auf. Dann schauen wir. Ich glaube, man muss nämlich hier. Ja, man muss hier anscheinend so hoch. Und wir lassen es mal überraschen. Oh, die müssen wir noch zusammenbauen. Okay. Ich packe erstmal alles aus und dann schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Ständer an. Hier so kleine Details. Eine Waffe. Wir werden ja viele Waffen wahrscheinlich haben bei Cyberpunk. Das ist ja so abgefahren, die Trailer, was man jetzt gesehen hat. Achso, das muss also, das kommt wahrscheinlich so nach vorne. Also so rum. Oh, hier so ein Hase. Oh, ist auch geil. Also das ist auf jeden Fall der Ständer. Gucken wir mal das Motorrad an. Alter, fett. Das Motorrad müsste rein theoretisch dann so rein. Weil diese Passung, also diese extra gemacht, damit das hier unten hier in das Loch rein kann. Also so rein, denke ich mal. Wie weit? Wie weit? Ich glaube, so weiter geht's nicht, ne? Und da müssen wir mal gucken, wo er hier hinkommt. Auch sehr detailliert, richtig geil. Es ist so ein bisschen gummimäßig. Es ist also nicht hart. Es ist echt qualitativ richtig gut, ey. Richtig geil. So, ja, also der hier, der müsste ja wahrscheinlich hier am Motorrad rein. Am Sitz. Ah, hier, jetzt. So. Oh. Das macht schon was her, sag ich mal. Das sieht schon geil aus. Das sieht schon geil aus. Ich stelle mal gleich mal hin. Motorrad auch richtig detailliert. Hier schön die Reifen. Tausende Aufkleber mit Zeichnungen. Richtig geil. Man sieht sogar richtig, wie der Reifen verformt ist. Ich hoffe, man kann das erkennen. Richtig fett die Statuefigur. Zerkratzt unten noch so ein bisschen. Also haben sich auf jeden Fall was Schönes einfallen lassen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Das war mein Weihnachtsgeschenk. Also, bis denne. Ciao.